bin sehr froh, dass ich Sie überreden konnte, die Leitung der Intensivstation zu übernehmen. Herzlichen Glückwunsch und toi 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 für Ihre neue Aufgabe, Frau Dr. Glowisch. Danke, Herr Professor. Auch von mir alles Gute. Ich freue mich für dich, Katrin. Aber ich muss los. Danke. Ich suche meine Vase. Ach, Herr Heimann, ich hoffe, Sie haben morgen noch nichts vor. Doch. Und dann würde ich Sie bitten, das zu verschieben. Ist schlecht. Hören Sie mir doch bitte erst mal zu. Ich habe erfahren, dass Sie für den Pasteurpreis nominiert werden. Wie bitte? Roland, gratuliere. Einer der renommiertesten Preise in der Medizinforschung. Ich habe immer gewusst, dass Ihre Knochenimplantate was taugen. Der Professor Wiegand, der zufällig in Leipzig weilt, er ist Mitglied der Kommission für den Pasteurpreis. Er möchte gern bei uns vorbeischauen und sich über Ihre Forschung informieren. Herr Wiegand aus dem Institut für synthetischen Knochenersatz? Ja, ist doch eine wunderbare Idee, mal ausgiebig zu fachsimpeln. Na trotzdem, ist kein guter Zeitpunkt. Meine Tochter hat morgen Geburtstag. Das wird Ihre Familie schon verstehen. Es gibt Momente im Leben, da ruft die Pflicht. Aber auch ein Vater hat seine Pflichten. Camilla Höfer, 16 Jahre alt. Tachykarde, Herzrhythmusstörung. Meine Brust tut so weh. Ich bin Dr. Eichhorn. Was ist passiert? Wir waren nur Fahrrad fahren. Dann. Wir haben eine kleine Tour gemacht. Und als wir in den Hang hochgefahren sind, hat sie plötzlich keine Luft mehr bekommen. Und Sie sind? Lukas Klein. Ich bin Camillas Freund. Das ist vielleicht wegen Ihrer Rückgratverkrümmung. Ich hab Skoliose. Aber davon bekommt man doch keine Herzrhythmusstörung, oder? Das werden wir gleich überprüfen. Wenn Sie bitte hier warten. Bis später. Einen Moment noch. Mir bringt dir Glück. Aber den legst du doch nie ab. Deswegen passiert mir auch nie was Schlimmes. Haben Sie sich sehr angestrengt beim Radfahren? Eigentlich nicht. Ich würde jetzt gerne Ihre Herztöne abhören. Sie können einfach Camilla zu mir sagen. Du trägst gar kein Korsett? Wird deine Skoliose nur mit Krankengymnastik therapiert? Ja, das Korsett hat dich ausgezogen. Du weißt schon, dass du es ständig tragen musst, wenn es helfen soll. Ja, aber das blöde Ding stört beim Fahrradfahren. Ja, und außerdem hat das doch gar nichts mit meinen Herzrhythmusstörungen zu tun, oder? Das werden wir sehen. Die Werte? Immer noch eine leichte Tachyarrhythmie. Mhm. 5 Milligramm rhythmusstabil. Herr Brenner? Herr Brenner! 5 Milligramm rhythmusstabil. Es wird ja gleich besser gehen. Was ist denn mit Ihnen los? Nichts. Eben kann mal ein Missgeschick passieren. Sicher. Aber Sie sind schon den ganzen Tag so abgelenkt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Na, erst reagieren Sie nicht auf die Anweisungen von Frau Dr. Eichhorn und dann das hier. Ich muss noch zu Herrn Müller auf Station 3. Mhm. Und? Na, die wissen nicht, warum ich Herzrhythmusstörungen bekommen habe. Wir fordern jetzt die Unterlagen deines Hausarztes an. Machen ein CT und ein großes EKG und dann wissen wir bestimmt mehr. Kann ich nicht einfach nach Hause gehen? Mir geht's doch schon wieder ganz gut. Lieber nicht. Nachher passiert dir sowas nochmal. Wir müssen dich gründlich untersuchen. Dein Vater, den haben wir schon benachrichtigt, der wird gleich hier sein. Danke. Bis nachher. Hey. Ach, ist doch scheiße. Ich hab Skoliose und jetzt auch noch Herzrhythmusstörungen. Vielleicht ist es ja auch was ganz Harmloses. Ja, sowas wie ein Infekt, eine Grippe. Meinst du? Hoffentlich kann ich wenigstens mit auf die Radtour. Klar, zuerst in 3 Wochen. Camilla, was machst du denn für Sachen, mein Schatz? Hi, Lukas. Es ist schon wieder alles in Ordnung. Wirklich? Und warum hast du dein Korsett zu Hause gelassen? Tut mir leid. Ich hab's nur ganz kurz ausgezogen. Ach, Mäuschen. Du darfst es gar nicht ausziehen, das weißt du doch. Und du weißt das auch, junger Mann, oder? Tut mir leid, Herr Höfer. Ich hätte darauf achten müssen. Fräulein, du bist 16. Ich lasse dir deine Freiheit, aber du musst dich bitte auch an unsere Abmachung halten. Ja,
okay. Für die Sachsenklinik wäre so ein Preis natürlich eine große Sache, ne? Nicht nur für die, für uns auch. Gratuliere. Herzlichen Glückwunsch, Roland. Noch habe ich ihn nicht. Aber jetzt ist die Flasche auf. Charlotte, wo bleiben denn die Gläser? Seit wir die neue Küche haben, finde ich gar nichts mehr. Die Sektgläser habe ich in den Glasschrank gestellt. Da gehören sie aber nicht hin, sondern zum guten Geschirr. Ja, ihr wollt euch doch jetzt nicht über die Gläser streiten. Wir haben was zu feiern. Wie gesagt, ich bin nur nominiert. Ja, auch ein Grund. Deshalb werde ich vor morgen Mittag nicht zu Hause sein. Ich soll Professor Wiegand von der Preiskommission noch mal meine Arbeit vorstellen. Ach so. Na dann sollten wir Lisas Himmelbett am besten gleich heute Abend aufbauen, ha? Sag bloß, du hast vergessen, es abzuholen. Das Gespräch mit Simone, diese Neuigkeit, das hat mich alles abgelenkt. Oh Mensch, weißt du, Roland, sie hat sich dieses Himmelbett so sehr gewünscht und ich habe es extra früh bestellt, dass es auch wirklich zu ihrem Geburtstag da ist. Kannst du es nicht morgen Vormittag abholen? Nee, eigentlich nicht. Ich muss für meine Anatomieprüfung üben, die ist übermorgen. Das schaffst du doch mit links. Wenn du das Bett abholst, baue ich es mittags auf. Ich würde es ja gern abholen, aber ich muss morgen früh zum Großmarkt. Jetzt bleibt doch wieder alles an mir hängen. Ach, lasst mal, ich mach's schon. Wenn ich für so einen Preis vorgeschlagen wäre. Was willst du denn für einen Preis? Das goldene Hackepeterbrötchen? Genau. Für den besten Ehemann der Welt. Na, da musst du aber noch ein Weilchen üben, mein Lieber. Du auch. Sie kommt. Oh, mach schon, Charlotte. Wenn nur alles dastehen würde, wo es hingehört. Ja, sag mir mal lieber, wo die Streichhölzer sind. Die habe ich gestern in die Schublade getan. Da gehören sie auch gar nicht rein. Hier, nimm das. Hast du sie etwa absichtlich umgeräumt? Schneller, schneller. Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Kerzen auspusten. Das war geschummelt. Ach was? Und, was wünschst du dir? Ja, das weißt du doch. Ein echtes Prinzessinnenbett. Schon so gut wie da. Versprochen. Pia holt's gleich ab und wenn du heute Mittag aus der Schule kommst, dann baue ich es auf. So, muss los. Schönen Tag. Gratulation, meine Liebe. Und du schaffst das wirklich rechtzeitig? Das dauert höchstens 2 Stunden, ansonsten werfe ich den Professor raus. Und danach kannst du mich da auch noch abfragen? Das war auch Geburtstag. Kannst du das nächste Mal meine Schulsachen mitbringen? Du willst hier lernen? Ja, ich will den Anschluss nicht verpassen. Hallo. Guten Morgen, Frau Dr. Eichhorn. Gibt's Neuigkeiten? Ja. Erstmal die guten Neuigkeiten. Die Rhythmusstörungen gehen nicht vom Herzen aus. Das EKG war in Ordnung, dein Herz ist gesund. Aber leider hat sich deine Skoliose verschlechtert. Das sieht man, wenn man die neuen Aufnahmen mit den alten deines Hausarztes vergleicht. Dein Skoliosenwinkel hat sich von 37 Grad auf 55 verschlechtert. Was hat das mit meinem Herzen zu tun? Deine Wirbelsäule ist inzwischen schon so gekrümmt, dass der Brustkorb bei manchen Bewegungen auf das Herz drückt und somit die Rhythmusstörungen auslöst. Und was können wir dagegen tun? Am besten ein neues Korsett. Aber ich habe doch schon ein Korsett. Ja, aber das sitzt nicht mehr richtig. Wahrscheinlich auch, weil du es nicht regelmäßig genug getragen hast. Mit einem neuen Korsett können wir deine Wirbelsäule begradigen. Vorausgesetzt, du trägst es regelmäßig. Das heißt, 24 Stunden am Tag. 24 Stunden? Den ganzen Tag lang? Das alte musste ich nur 16 Stunden anhaben. Hey, Hauptsache dein Herz ist in Ordnung. Ich denke, das kriegen wir schon in den Griff. Und was wäre mit einer Operation? Das haben wir doch schon besprochen, Camilla. Wenn Sie sich informiert haben, dann wissen Sie, wie riskant der Eingriff wäre.
Ja, wenn alles gut geht, dann wäre ich danach gesund, oder? Ja, und wenn nicht, dann bist du hinterher querschnittsgelähmt. Das ist leider die große Gefahr dabei. Hinzu kommen die ganz allgemeinen Operationsrisiken, wie Infektionen, Nachblutungen, die Schrauben könnten brechen. Ja, hörst du's. Camilla, ich rate dir auch zur konservativen Behandlung. Wenn du das Korsett die nächsten Jahre regelmäßig trägst, dann wirst du als erwachsene Frau nur geringe Beeinträchtigungen haben. In den nächsten Jahren? Ja, überleg mal. Das sind jetzt schon ein paar Jahre gegen den Rest deines Lebens. Könnten Sie mir beim Einsortieren helfen? Herr Brenner! Sie sind aber wirklich von der Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich Ihnen zu ungeschickt bin, holen Sie sich anderswo Hilfe. Wir arbeiten zusammen, da muss ich mich auf Sie verlassen können. Es steht Ihnen frei, sich bei der Oberschwester zu beschweren. Ich mache mir Sorgen um Sie. Ist es nicht mehr erlaubt? Ich gebe ja zu, dass meine Konzentration in letzter Zeit etwas zu wünschen übrig gelassen hat. Gabriele. Ich habe mir echte Hoffnung gemacht. Sie wirken aber sehr harmonisch. Ja, das finde ich auch. Sie hat mich extra besucht. Zum Weihnachtsfest. Das hat doch was zu bedeuten. Es kommt drauf an. Vorher hat sie ihren Freund verlassen. Und sie hat mich sogar geküsst. Gut, das hat was zu bedeuten. Aber jetzt hat sie sich schon seit Wochen nicht mehr gemeldet. Und warum melden Sie sich nicht bei ihr? Habe ich doch. Ich habe ihr vor einiger Zeit die Abzüge geschickt. Ja, dann rufen Sie sie an und fragen Sie, ob die Fotos angekommen sind. Ich will mich nicht aufdrängen. Dann zeigen Sie mal ein bisschen Einsatz. Wir Frauen erwarten das. Wahrscheinlich hat sie schon längst einen anderen. Was kann ich einer Frau wie Gabriele schon bieten? Hören Sie mal, Sie sind doch ein Bild von einem Mann. Also Schwester Yvonne, ich warne Sie, treiben Sie nicht Ihren Sport mit mir. Entschuldigung. Gut, Sie sind kein Adonis. Aber dafür haben Sie viele andere Qualitäten. Sie sind freundlich, Sie können gut zuhören. Sie sind einfühlsam und Sie können kochen und backen. Ja, sehen Sie, genau das ist das Problem. Als Freund könnte ich taugen, aber als Partner... Und warum nicht? Ich glaube, Gabriele bevorzugt eher echte Männer. Ja, dann springen Sie mal über Ihren Schatten und rufen Sie sie an. Den Dingern kann man sich nicht bewegen. Wie satt ich's hab, immer die komische Behinderte mit dem Plastikskelett zu sein. Dauernd müssen alle auf mich Rücksicht nehmen. Mario reißt einen Witz nach dem anderen über mich. Ja, der Idiot soll mal schön die Klappe halten. Der kann dir doch egal sein. Lukas, der hält immer zu dir. Lukas ist wie du. Der sagt, dass alles in Ordnung ist, damit es mir gut geht. Ist doch klar, dass es für ihn auch total bescheuert ist, wenn seine Freundin nicht mal normal auf einer Party tanzen kann. Ach, Kind. Lukas mag dich so, wie du bist, sonst wäre er überhaupt nicht mit dir zusammen. Klar? Ich muss jetzt in die Uni. Bis später, Lukas. Ein neues Korsett. Was? Das soll ich anziehen? Ja, ich weiß. Schön ist anders, aber für die Therapie ist es sehr wichtig. Sie gewöhnen sich ganz schnell daran. Wir müssen dir das Korsett anpassen. Sollen wir später wiederkommen? Nein. Nein, ist schon gut. Es ist etwas klobiger, aber kaum schwerer als das andere. So, mein lieber Roland Heilmann, und den Rest übernimmst du. Und jetzt zurück zum Ischias. Huch, ihr seid ja schon da. Wieso schon? Wie war es in der Schule?
Haben die anderen Kinder für dich gesungen? Max hat voll schief gesungen. Und in Sport durfte ich aussuchen, wer in meiner Mannschaft spielt. Das ist doch toll. Wann gibt's denn die Geburtstagstorte? Ich habe Hunger. Sag mal, ihr hattet doch gerade eben erst Schulessen. Aber nur Spinat und Rührei. Was ist denn das? Das ist dein neues Bett. Muss Lisa jetzt im Karton schlafen? Natürlich nicht, du Schlaumeier. Roland baut das Bett gleich auf. Er ist noch gar nicht da. Er müsste aber jeden Moment hier sein. Und wenn er mit dem Bett fertig ist, dann gibt's auch Torte. Super, dann spielen wir so lange Fußball. Sehr gute Idee. Ich muss nämlich noch ein bisschen lernen. Ich warte lieber auf Papa. Aber das ist doch voll langweilig. Gar nicht. Außerdem kommt er gleich. Moment! Moment bitte! Ja? Und wie geht's dir? Ganz gut. Kann ich Kerzen naschen? Den Fahrradschlüssel. War einfach sie unten abzustellen, als sie dir nach Hause zu schleppen. Danke. Aber eigentlich brauche ich gar kein Fahrrad mehr. Klar brauchst du das. Ich bin hier im Krankenhaus. Ja, und wenn du entlassen wirst, kannst du gleich losfahren. Nee, kann ich nicht. Das neue Korsett ist viel schlimmer als das alte. Okay, mich stört es nicht. Was ist denn? So schlimm wird es doch nicht sein. Komm, jetzt zeig mir das Ding. Ich wette, du übertreibst total. Das ist doch gar nicht so schlimm. Jetzt lüg mich nicht auch noch an, ja? Okay. Das Ding ist schon ganz schön groß, aber mir ist das egal. Du lügst ja schon wieder. Mit dem Teil kann ich gar nichts mehr machen. Radfahren schon gar nicht. Ich komm nicht mit auf die Tour. Und jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du Bock hast, die ganzen Ferien bei mir zu Hause rumzuhocken. Besser, wenn wir gar nicht mehr zusammen sind. Was? Dann mach doch einfach Schluss, wenn du es nicht mehr aushältst. Aber das ist doch totaler Quatsch. Los, hau ab! Und das kannst du gleich mitnehmen. Frau Höfer, alles in Ordnung? Sagen Sie ihm, dass er rausgehen soll. Bei mir können Sie sich sparen. Willst du nicht doch ein bisschen spielen, bis Roland kommt? Papa ist echt gemein. Och, Lisa. Sag doch sowas nicht. Er hat mich angelogen. Manchmal passieren im Krankenhaus Sachen, die man vorher einfach nicht weiß. Der Papa hat eben einen sehr wichtigen Beruf. Wichtiger als ich? Ich habe heute Geburtstag. Och, Süße, natürlich nicht. Du hast ja recht. Weißt du was, ich rufe ihn jetzt an und frag, wo er steckt. Ihr Labor ist wirklich beeindruckend, Dr. Heimann. Wie sind Sie eigentlich auf diese ungewöhnliche Zusammensetzung des synthetischen Knochenmaterials gekommen? Durch häufiges Scheitern. Wie so oft in der Wissenschaft. Wollen Sie die Protokolle meiner Versuchsreihen sehen? Ja, unbedingt. Ist es Ihr Telefon? Oh, Entschuldigung. Meine Frau. Pia? Was ist denn los? Ach so, nein, ich habe Lisa nicht vergessen. Professor Wiegand ist noch bei mir. Ich komme so schnell wie möglich. Und alles in Ordnung? Das ist geht um meine Tochter. Hätten Sie Lust auf ein Stück Geburtstagstorte? Ja, gerne. Der junge Mann, also ich meine, Ihr Freund war noch mal da. Er hat mich gebeten, Ihnen das zu geben. Man kann kaum erkennen, dass es zerbrochen war. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte, manche Dinge kann man wieder kitten. Was will der eigentlich von mir? Also ich meine, er hat sie einfach sehr gerne.
Meinen Sie, ich kann mit dem Ding Fahrrad fahren? Ja, es spricht nichts dagegen, es auszuprobieren, wenn Sie sich an das Korsett gewöhnt haben. Gut, dann möchte ich es jetzt ausprobieren. Doch so schnell? Ja, wirklich, es ist mir wichtig. Also gut, ich werde versuchen, in den nächsten Tagen ein Fahrrad zu organisieren. Mein Fahrrad ist hier. Vielleicht ist Ihrem Freund das Korsett wirklich egal. Nee, ist es nicht. Wie der sich auf die Fahrradtour gefreut hat. Dann wenn es nur das Fahrradfahren wäre. Aber er hat extra ein Zelt gekauft von seinem Taschengeld. Damit wir mal allein sein können, nur wir beide. Toll. Mit dem Ding, da stinke ich wie so ein geschmolzener Plastikbecher, wenn es warm wird. Das kommt bestimmt super in dem engen Zelt, oder? Ja, nur lassen Sie den Zopf mal nicht hängen. So. Und jetzt probieren Sie mal. So, bitte schön. Vorsichtig. Ja, prima. Und los geht's. Super. Und das geht einfach nicht. Nicht so schnell aufgeben. Ich halte Sie fest. Na, wie wär's denn mal mit Stützrädern? Das war großartig. Gleich nochmal? Nee, ich will lieber wieder rein. Soll ich Ihnen noch bei den Schuhen helfen? Nee, danke. Schaffe ich schon. Helft ihr mir mal, die Kuchengabeln zu suchen? Ich weiß wo. Hab sie. Ach, da sind die. Deckst du sie bitte auf? Wieso dürfen meine Gäste erst Samstag kommen? Und Papa darf schon heute jemanden mitbringen. Weil Professor Wiegand nur für ein paar Stunden in der Stadt ist. Außerdem arbeiten Charlotte und Otto. Und du hast dir ja gewünscht, dass sie mit dir die Schatzsuche machen, ne? Körpereigene Knochentransplantate werden aber immer noch besser vom Körper resorbiert als künstlich. Aber die vollsynthetische Herstellung hat entscheidende Vorteile. Darf ich Ihnen meine Familie vorstellen? Das ist meine Frau Pia, Jonas, Lisa. Freut mich sehr, Frau Heinmann. Vielen Dank für die kurzfristige Einladung. Professor Wiegand. Und du bist die kleine Dame, die heute Geburtstag hat? Na, herzlichen Glückwunsch. Danke. So. Baust du jetzt mein Bett auf? Ja, gleich nach dem Kaffee trinken. Nehmen Sie Platz. Danke. Also was die Knochenregeneration betrifft, so bin ich nicht der Meinung, dass körpereigene Transplantate zwangsläufig besser integriert werden. Aber Sie werden doch nicht bestreiten, dass ein höheres Abstoßungsrisiko besteht. Oder was ist mit Kindern? Fräulein Höfer, wenn ich... Fräulein Höfer! Reanimationswagen, schnell! Und sagen Sie Frau Dr. Eichhorn Bescheid. Camilla, können Sie mich hören? Sie bekommen Sauerstoff und 10 Milligramm Rhythmustabin. Kammer flimmern. Defi schnell. Laden auf 200. Weg vom Bett. Wir haben Sie wieder. Die Materialien können bezüglich ihrer Resorptionskinetik an die lokalen Gewebeeigenschaften angepasst werden. Was soll das denn sein? Resorptionskino. Resorptionskinetik. Resorption ist die Stoffaufnahme in biologischen Systemen und Kinetik heißt Bewegung. Ach, ich wollte mir doch noch Ihre Versuchsreihen ansehen. Also wenn Sie dafür Zeit haben, dann zeige ich Ihnen gern die Protokolle beim Glas Wein. Da sage ich nicht nein. Und was ist mit meinem Bett? Du wolltest es aufbauen, heute Mittag, aber du redest nur von diesen Knochendingern. Lisa. Das ist der blödeste Geburtstag, den ich je hatte. Was ist mit ihr? Ja, was ist wohl mit ihr? Was hat es mit der Bette denn auf sich? Und was machen wir mit denen hier? Ich bin mir nicht sicher. Eventuell hier in die Querleisten. Meine,
kann doch nicht schwieriger sein als der Einbau eines künstlichen Kniegelenks. Vielleicht brauchen wir einen Winkelschraubendreher. Wo ist denn der Werkzeugkasten? Hier. So. Pia, wir brauchen was zu trinken. Bin schon dabei. Wo ist denn der Schlüssel? Hier. Ich glaube, Lisa ist noch die kompetenteste Handwerkerin von uns. Möchtest du Probe liegen? Mhm. Ja, und? Super. Darf ich auch? Nein. Heute gehe ich früher schlafen. Na komm schon. Ja. Danke. Sie können jetzt zu ihr. Die Herzrhythmusstörungen waren sehr viel stärker als die ersten. Aber sie ist jetzt wieder bei Bewusstsein. Danke. Hallo. Hallo, Papa. Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Tut mir leid. Ich habe beschlossen, ich will mich operieren lassen. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass du dir erstmal ein bisschen Zeit gibst, okay? Ja, und wenn ich die Zeit gar nicht mehr habe? Heute wäre ich fast gestorben, nur weil ich einmal das Korsett nicht anhatte. Du darfst das Korsett nicht wieder alleine abnehmen, hörst du? Aber Papi, das ist doch absurd! Ich kann mir nicht mal die Schuhe allein zumachen. Schätzchen, ich bin noch da für dich. Und in ein paar Jahren bist du gesund, dann kannst du sowieso alles alleine. Ja, ich will aber jetzt leben. Jetzt! Und nicht in ein paar Jahren. Ach. Gut, dass ich dich noch erwische. Ich dachte, du bist vielleicht schon weg. Tja, schön wär's. Die Schattenseiten einer Beförderung, Verwaltungsangelegenheiten. Eine Patientin habe ich auch noch für dich. Skoliose? Wollt ihr das nicht lieber konservativ behandeln? Die Patientin Camilla Höfer besteht auf der Operation. Weiß sie, wie gefährlich der Eingriff ist? Nicht in allen Details. Aber die grundsätzlichen Risiken kennt sie. Und sie will sich trotzdem darauf einlassen? Sie ist erst 16. Erst hatte ich ihr auch abgeraten, aber vielleicht war das falsch. Camilla Höfer hatte schon starke Herzrhythmusstörungen. Heute sogar Kammerflimmern. Es gäbe da vielleicht eine Möglichkeit, die Operation zumindest etwas sicherer zu machen. Durch die Löcher fädeln wir die Metallstäbe ein, wie Perlen auf der Schnur, und richten die Wirbelsäule damit auf. Diese Operation ist deshalb besonders heikel, weil wir sehr nah am Rückenmark arbeiten. Allerdings haben wir die Möglichkeit, unsere Arbeit während des Eingriffs zu überprüfen. Wir werden Camilla bei der Operation aufwecken und sie auffordern, ihre Füße zu bewegen. Während der Operation? Ja, aber keine Angst. Sie werden keine Schmerzen spüren und sich später auch an nichts mehr erinnern. Für uns ist der Eingriff so viel sicherer. Das klingt doch gut. Ja, wann kann ich mich operieren lassen? Deine Werte sind gut. Wir verlegen dich jetzt auf die Normalstation und morgen könnte es losgehen. Moment. Also ich empfinde das Risiko als zu hoch. Was ist, wenn ich der Operation nicht zustimme? Dann lasse ich mich trotzdem operieren. Das kann ich doch, oder? Laut Gesetz dürfen einsichtsfähige Jugendliche eine solche Entscheidung selbst treffen. Papa, ich werde meine Meinung nicht ändern. Also dann, machen Sie es. Ich wünsche Ihrer Tochter schöne Träume in ihrem neuen Bett. Ich richte sie aus. Auf Wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, Frau Heimann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Siehst du? Am Ende sind doch alle glücklich und zufrieden. Ach so, meinst du? Das Gespräch mit Wiegand lief prächtig. Lisa ist auch wieder froh. Na da, ist doch alles in Ordnung. Sag ich doch. Wie es mir geht, interessiert dich überhaupt nicht, ne? Doch, natürlich. Ich wollte, dass du dich um Lisa kümmerst, damit ich lernen kann. Stattdessen schleppst du einen Gast an, um den ich mich dann auch noch kümmern muss. Du weißt, wie wichtig dieses Treffen für mich war. Das ist ein sehr renommierter Wissenschaftspreis. Ich weiß, Roland. Was ist dagegen schon so?
eine Physiotherapieausbildung. Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint. Du hast doch immer einen guten Grund. Ein Preis, einen todkranken Patienten. Aber selbst wenn du die ganze Welt alleine rettest, ich will nicht dauernd von dir im Stich gelassen werden. Pia, jetzt sei doch nicht gleich wieder so dramatisch. Du hattest recht. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht ist es ja auch besser, du gehst ausgeschlafen in die Prüfung. Die können Sie nehmen, die beruhigt ein bisschen. Danke. Brauche ich nicht. Camilla, stehst du auch wirklich noch hinter deiner Entscheidung? Mach dir nicht so viele Sorgen, Papa. Die Ärzte würden die Operation nicht machen, wenn sie nicht glauben würden, dass es klappt. Das kann ich nur bestätigen. Klar, ich habe auch ein bisschen Angst. Aber hauptsächlich freue ich mich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kannst du losgehen? Den Glücksbringer müssen Sie leider hier lassen. Ja. In den OP dürfen nur absolut notwendige Sachen, um das Risiko von Infektionen zu minimieren. Also dann, bis gleich. Tschüss. Kannst du so lange darauf aufpassen? Ja. Danke. Wo sind denn nur diese Stullendosen? Da. Langsam verstehe ich Charlottes System. Warum hast du mich nicht früher geweckt? Ausschlafen ist wichtig, gerade vor einer Prüfung. Die Viertelstunde, dann hätten wir jetzt aber nicht so eine Hektik. Gut, wir haben keine Hektik. Du fährst jetzt los, ich mache die Schnitten für die Kinder. Und gestern Abend wolltest du mich da nicht abhören? Ich hab's doch schon gesagt, ausschlafen ist wichtiger. Du schaffst die Prüfung locker. Ja, das sagst du so. Was ist der Gluteus Maximus? Ein Saurier. Das ist der große Gesäßmuskel. Sehr gut. Verlauf des Nervus ischiaticus? Entspringt dem Plexus sacralis durch das Foramen infraperiforme zur Fossa popliter. Jetzt fängst du auch schon so an. Können wir uns nicht mal normal unterhalten? Pia braucht das für ihre Prüfung. Du kannst das. Ist der Nervus ischiaticus auch ein Muskel? Ischiaticus. Das ist ein Nerv und der sorgt dafür, dass du deine Beine bewegen kannst. Auch für ein paar andere Dinge ist er auch zuständig. Das merkst du aber erst in unserem Alter. Oberhalb der Fossa teilt er sich in? Nervus tibialis und... Oh Mann, weißt du, erst lernst du nicht mit mir und dann machst du mich verrückt kurz vor der Prüfung. Wieso denn? Nervus fibularis communis. Das merkst du dir bestimmt. Ist doch nicht so schlimm. Wenn du die Prüfung nicht schaffst, dann lernst du beim nächsten Mal eben besser. Außerdem haben wir dich ja trotzdem lieb. Du bist ja gut. Wieso? Das hast du mir auch gesagt, als meine Mathearbeit schlecht war. Ich würde es trotzdem lieber bestehen. Toi, toi, toi. Fertig werden. Ganz schön mutig von Camilla Höfer, den Eingriff machen zu lassen. Andererseits nach dem Kammerflimmern. Das ist nicht der einzige Grund. Sondern? Der andere hat auch mit dem Herzen zu tun.
Sie meinen, sie macht es für ihren Freund? Damit die Liebe eine Chance hat. Daran sollten Sie sich mal ein Beispiel nehmen. Ja, selbstverständlich macht sie das nicht hauptsächlich für ihren Freund. Das wäre ja gehirnrissig. Sie möchte ein normales Leben führen können. Trotzdem haben Sie den Kopf mit dem Nagel getroffen. Im Vergleich zu Camilla Höfer bin ich ein Hasenfuß. Sie haben also Ihre Gabriele immer noch nicht angerufen. Verstehe ich nicht. Sie haben doch nichts zu verlieren. Selbst wenn sie nichts von Ihnen wissen will. Sagen Sie sowas nicht. Dann haben Sie immerhin Klarheit. Kommen Sie hier ohne mich klar? Ja. Viel Glück. So, ich glaube, die Spannung stimmt. Kannst du sie auch wecken? Nein. Hat sie wieder Rhythmusstörung? Der Beatmungsdruck ist sehr hoch. Sie lässt sich zunehmend schwerer beatmen. Meinst du, ich habe was verletzt? Ich weiß es nicht. Ich saug sie mal ab. Spülen. Ich muss die bronchoskopieren. Wir müssen die Operation so schnell wie möglich beenden. Wir verzichten auf das Aufwecken. Nein, Elena. Wir müssen den Test durchführen. Oder willst du riskieren, dass sie gelähmt? Willst du riskieren, dass wir sie verlieren? Ich kann sie stabilisieren. Wenn wir das Bronchoskop anfordern, dann verlieren wir mindestens eine halbe Stunde. Das Bronchoskop ist da. Seit wann denn das? Seit ich Leiterin der ITS bin. Ich führe die Bronchoskopie durch. So, auf geht's. Schwester hat gesagt, Camilla wird operiert. Hallo, Lukas. Ich dachte mal, das sei zu gefährlich. Naja, sie will unbedingt mit dir auf diese Radtour. Was soll ich machen? Das wollte ich nicht. Ich weiß. So, die Lunge ist wieder frei. Und die Patientin stabil? Gut, dann leite ich jetzt das Aufwecken ein. Jetzt, wo wir sie endlich wieder stabil haben? Keine Sorge, ich krieg das hin, es geht ihr gut. Behalten Sie sie im Auge. Sie müsste jetzt soweit sein. Camilla, aufwachen! Beweg jetzt bitte deine Füße. Beweg deine Füße. Camilla, komm schon, beweg die Füße. Ja, gut so. Zum Glück. Gute Arbeit, Frau Kollegin, gratuliere. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Zu heulen. Das ist nicht wegen der vermasselten Prüfung. Es ist einfach, weil ich mich so verdammt allein gelassen fühle. Darfst ruhig heulen. Und, wie geht's dir? Die Begradigung der Wirbelsäule ist optimal verlaufen. Keine Lähmungserscheinung. Aber es hat während der OP Komplikationen gegeben. Wir konnten sie stabilisieren, doch wie sie alles überstanden hat, wissen wir erst, wenn sie wach ist. Können wir sie sehen? Ja, sie liegt im Aufwachraum. Die Schwester bringt sie hin. Guten Tag, Frau Kollegin. Na, wie waren Ihre ersten Tage als Leiterin der Intensivstation? Eine Herausforderung. Das wird auch so bleiben. Oh, das sind aber schöne Blumen. Die sind für Sie, Yvonne. Danke. Also war der Anruf ein Erfolg. Was hat Ihre Gabriele denn gesagt? Sie hat die Fotos erst gestern bekommen, weil sie in Urlaub war und die Nachbarn das Päckchen angenommen haben. Und, hat sie sich gefreut?
Sie will mich in 2 Wochen hier in Leipzig besuchen. Und schon fallen die Medikamente nicht mehr runter. War sehr gut. Siehst du? Dann hat uns der hier wirklich Glück gebracht. Ja, das hat er wohl. Ich weiß nur noch nicht, ob ich zur Radtour dann schon wieder so richtig fit bin. Denkst du nicht daran? Doch, daran denke ich aber. Schon die ganze Zeit. Naja, wenn nicht, dann leihen wir uns halt ein Tandem. Und du übernimmst dann das Treten, okay? Ja. Was machst denn du hier? Ich dachte, du bist in der Klinik. War ich. Aber ich habe Charlotte in der Cafeteria getroffen. Hat sie dir alles erzählt? Ja, schon gut. Und wie war es bei dir? Ja, sehr gut. Professor Wiegand hat bei Simoni angerufen, weil er so begeistert war. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Und was wird das? Tut mir leid, dass ich dich gestern so alleine gelassen habe. Ich bin ja nun nicht so ein ausgezeichneter Koch. Aber für eine Fahrt zur Pizzeria hat es gereicht. Mit einmal Essen holen ist es aber nicht getan. Ich könnte ja bei Gelegenheit, könnte ich ein Bett aufbauen. Bei Lisa hat's geklappt. Mir wäre es lieber, du versprichst, mir das nächste Mal zu helfen, damit ich nicht nochmal durchfalle. Ganz bestimmt. Das verspreche ich dir. Und wenn die Welt untergeht, werde ich für dich da sein. Hm.